Einen Moment, Liebling. Boah, das Spiel muss damals echt geil gewesen sein mit mehreren Leuten. Gleich alle Knochen nummerieren. Please, auf die Palisaden. Lumpenkerle, ihr denkt wohl, ihr kommt ungeschoren davon. Also Aimbot ist wie es scheint nicht an, du. Also die treffen ja null. Tana Niente. Mich aus dem Stall machen oder nicht? Wo werde ich denn? Das ist ja die Frage. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Hier sind noch. Heiliger Bimbam, Chinesisch. Ich glaube, ihr habt kein Problem mit einem Bogenschützen. Ah, jetzt sieht das auch viel mehr aus, Mann. Ich wusste doch, das sah so wenig aus, ey. Wenn die, wenn fast irgendwie 20, 10 Stück da irgendwie oben rumhängen noch. Oh, mein Freund, einfach weil du jetzt hier nicht rumhängen sollst die ganze Zeit. Gib mal den Scheißturm hier. In anderen Worten. Ich würde lieber in mein Federbett rutschen, doch euer Wort ist mir Befehl. Das kann nicht wahr sein. Warum läuft er unten lang? Die Szene zu wechseln. Nun bin ich bereit. Hey, du mach mal den Scheiß zu, danke. Wie sagt man das im Ausland? Da, 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 da. Was ist los? In der Nähe befindet sich ein verlassener Wachturm. Ihr solltet einen Bogenschützen hinschicken und den Turm zu übernehmen. Ah, das ist wahrscheinlich der Turm hier, ne? Ja, gut, das weiß ich ja schon. Solche Tipps übrigens mache ich, die sind ganz geil. Weiß mir direkt, oh, ich hab einen Turm, der nicht besetzt ist, du. Den muss ich beenden. Man merkt aber zu langsam auf jeden Fall, dass jetzt, wir sind schon 7 Stunden in diesem Spiel am hängen hier, deswegen, es sind auf jeden Fall schon alle soweit auf Max-Level mit dem ganzen Rüstung und so. Also ich war ja ganz schön schnell und früh mit meinen ganzen Einheiten auf hohem Level. Weil ich halt nicht immer angreife und den ganzen Kram halt übrig habe dafür. Und deswegen muss ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Das sind nicht alle. Ich wollte gerade ins Gasthaus gehen. Hey. Ja gut, ich frag mich gerade, wo die restlichen sein sollen. Wollen wir jemanden den Hintern verschollen? Die Schlauberger greifen uns an. Die Schlauberger greifen uns an. Wo ich zuschlage, wächst kein Gras mehr. Ach du Kacke. Los, Männer, rein hier! Rotan, rette deine Dienerin! Man merkt direkt, wenn die nicht mehr unter meinem Befehl stehen, dann ragen einfach nur noch und laufen überall hin und alles um zu plätten, was feindlich ist. Das ist voll geil. So wie doch mal hier rein. Los, jetzt haben wir die Übermacht! Metzeln sie nieder! Kommt der? Leute. Hängt doch einfach ganz am Arsch der Welt rum. Das wunderbare Meisterwerk aus Stahl. Es ist eine große Ehre, verletzt zu werden. Der Feind. Ich wollte gerade ins Gasthaus gehen.
Schwerter und Äxte in die Hand. Wir werden uns... Ja. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Nein, lass sie nicht die Kuh kaputt hauen, das wäre scheiße. Nimm das Schwert, Mann! Wollen wir jemanden den Hintern verschonen? Es ist eine große Ehre, verletzt zu werden. Machen wir den Weiberkräften lange Beine. Brüder und Schwestern des Waldes helfen uns. Fallen dir meine neuen Ohrringe? Was? Reingehen? Nein, du sollst nicht reingehen. Sie haben mich gestochen. Was? Wer hat wohl jetzt schon wieder angegriffen, Mann? Jo, hä, was? Wo sind die denn? Wo ich zuschlage. Ja, natürlich. Wie kommen die denn nach da oben? Scheiße, meine Kuh ist tot. Fuck, wo ist die hingelaufen? Oh, verdammt. Ich dachte, ich hätte jetzt noch eine Kuh, aber die ist da dumm hingelaufen. Fuck. Ich schieße treffsicher ins Ziel, doch der Feind macht sich daraus nicht viel. Ist das Schwert überhaupt gut? Nee, das ist scheiße. Fuck. Okay. Bin ich an der Reihe? Ich bin geschont wie ein Fisch. Rauferei vorgegangen. Schade um die Zeit für das Schwätzchen. Ja? Was kann ich für dich tun? Mein Schaf, ich muss nur die Füße vertreten. Echt viel Platz hier, ne? Der Typ hat auch echt viel gebaut, irgendwie, finde ich. So mehr als so manch anderes, finde ich. Also, der war echt ein krasser Gegner, der Boy. Ja, das ist nicht mein Wachturm, lass mich in Ruhe. Genau das braucht der wahre Krieger. Genau das braucht der wahre Krieger. Rauferei vorgeschehen? Soll ich hier für Ordnung sorgen? Die Schlauberger greifen uns an. Help! Los, meuchelt die letzten von denen. Nicht, dass er wieder Scheiße anfängt zu bauen, ey. Lumpenkerle, ihr denkt, wo die denn ganz lang, ey? Was? Es gibt nichts Besseres als der Wohlsgeruch am Fricken. Ja, genau. Ey, willst du mich verarschen? Yo, du kannst den ganzen Weg... Das ist ja... What the fuck? Oh mein Gott. Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen. Ja, das ist ganz toll. Wo bleibt die Unterstützung? Sie werden mir gleich alle Türen nummerieren. Also wenn man hier angreift, könnte man den echt easy weghauen, ey. Unglaublich. Verdammt, sie prügeln mich. Ja. Kameraden, helft mir!
Er wurde besiegt. Gut, er ist tot, endlich. Mein Gott. Wir haben so viele Einheiten verloren. Gefallen dir meine neuen Ohrringe? Oh, diese Männer. Bitte was? Du befehlst hier, Meister. Sie kommen aus dem Wald wie die Ameisen. Das Tor ist offen? Ah, okay. Ja, gut. Pike der Flammen. Schaden durch Magie 30. Das müsste das Endwaffäffchen sein von dem Typen, die... Ich glaube, noch nicht freigeschaltet, ne? Ja, ne. Pike der Flammen, ja. Was soll ich sagen? Ich finde die... Weiß nicht. Nicht gerade cool. Im Skirmish-Modus sind die... Speerwerfer echt nicht so geil. Lol, der Rumsche greift an. Es ist eine große Ehre, verletzt zu werden. Bereitet einen Aufguss aus Salbei und Johannes. Schwerter und Äxte in die Hand. Gut, ist jetzt unlucky, dass ich die da durchgeschickt habe, aber gut. Scheiß Hexe, ey. Mein Schafblick täuscht mich sicher nicht. Renn! Nein! Tötet ihn! Jungs, helft mir! Ja. Gefällt mir. Ja, deine Spielfigur verloren. Ja, das ist, hab ich nicht gemerkt. Was zum Fick? Deswegen soll die Tür eigentlich auch zu sein. Mann. Aber nein. Ich renne einfach raus und lass mich von dem Ritter killen. Was? Ach, ein Typ mit fetter Stahlrüstung, Schwert, Schild, fetten Helm, alles. Ich bin ein Typ, der fast nackt rumläuft mit einer verfickten Axt. Ja, ich kill ihn auf jeden Fall. Ich bin richtig stark. So kommt mir das so vor. So, du machst jetzt mal die Scheißtür zu. Nein, wir haben kein Zielwasser getrunken, wir treffen ihn ja nicht mal, Mann, mit so einer Scheiß. Nice. Rein theoretisch könnte ich jetzt hier auch eine Base anfangen zu bauen und dann hier nochmal eine fette Mauer zu bauen. Oh, und dann könnte ich hier rüber gehen und dann hier auch noch... Oh mein Gott, nein, das mache ich nicht. Das wäre zu betrieben. Faker doch auf. Nee, ist das überall so? Aber der Gelbe ist hier echt mit Abstand am weitesten von allen entfernt. Weil wenn man auf der Karte sieht am Anfang, dann ist das, wenn man jetzt hier mal guckt, da ist ein Gegner, hier bin ich in der Ecke und da ist jemand. Und dann hier Gegner, alles ist voll und hier alles ist voll. Gelb ist so der Einzige, der wirklich irgendwie ein bisschen weiter weg ist von allen. Die anderen hier sind alle voll nah aneinander dran. Wir alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Da kommt mir das nur gerade nur so vor, aber ich habe irgendwie... Nee, ist das nicht echt so, dass der Gelbe der Einzige ist, der mit hier noch so fetten Lücken hat, oder? Kommt mir das nur so vor? Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dein Wunsch ist mir Befehl. Nicht schon wieder. Einen Moment. Nicht schon wieder. Womit kann ich dir... Oh, schlafen, ey. Bäh. Oh. Und die gucken die ganze Zeit drauf. Oh, geil, ein Feuerbogen 3. Oh, Flammbogen, meine ich. Mit Magie 40 Schaden. Wollen wir Wildschwein oder Hirsch jagen? Ja, die. Also auf jeden Fall muss ich sagen, die Verteidigung hier ist auf jeden Fall ganz gut. Und das ist jetzt hier einfach nur so ein Überbleibsel oder halt. Der krüppelige vorherige Schutz oder so, keine Ahnung. Sie greifen an! Wir müssen sie voll abwehren und sie dann langsam aber sicher ein Stück schneiden und abbrennen. Damit ihre Seelen gerettet werden vom Herrgott. Und wir ihn. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wie ist das für Scheiße? Was ist das hier? Auch noch ein Amulett des Schutzes. Ja, moin.
Das ist auf jeden Fall einer der Karten, wo ich immer am meisten das Gefühl habe, irgendein Scheiß spawnt. Ich kenne Maps, da spawnt fast nie was, aber hier ist, bei dieser Map ist halt echt immer alles voll mit all möglichen Kram. Liegt ja auch noch was, Ritterhelm. Ja, nee, ist ja so ein Standardkram. Das war ein großer Schild, liegt ja auch noch rum. Die Schlauberger greifen uns an! Ich schieße treffsicher ins Ziel. Muss er sagen, das Geile an diesem Schutz, den ich hier habe, ist auch einfach, dass die Magier, die hier stehen, oder allgemein an den Ecken, die schießen dann auch meistens immer noch nach, ja, zur anderen Seite rüber. Also, ganz ehrlich, das ist eigentlich wirklich in unserer Sprache heißt es bei Odin, ich rufe richtig geile Verteidigung. Herbei, ihr Waschlappen. Funktioniert besser als erwartet tatsächlich. Oh. Vorhin war da noch ein Krieger, jetzt ist da keiner mehr. Ich gehorche meinem Herrn. Der hat 2400 Leben mit Stufe 5. Wie viel Erfahrung hat der? Hat er fast gar nichts an Erfahrung. Ich meine, wie hohes Level sind eigentlich die Kühe hier schon? Ach ja, Level 11. Ja, gut. Ja. Die Jungs boosten die ganze Zeit einfach nur hier. Ich hab schon wieder eine verloren, stimmt, ja. Gut, ich glaube, der Nebel findet sich einfach. Ah ja, egal. Ein verlassener Wachturm wie immer. Okay, ich will jetzt einfach direkt nochmal angreifen. Bringt ja nichts, jetzt hier lange rumzuhängen wieder. Weil bauenmäßig habe ich eigentlich jetzt schon alles, was ich brauche. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Feinde auszumerzen langsam. Tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, dass auch so viele Runden da irgendwie Stunden wir jetzt hier in diesem Spiel verbringen. Ich dachte, das würde schneller gehen. Voller Magen und ein Gemetzel. Ja, das mag ich besonders. Feuer, Magen und ein Gemetzel. Schade um die Zeit. Ja, das ist what I like. Wir werden uns prügeln. Wir werden uns verprügeln. Gegenseitig alle. Yeah, wuh. Schlag auf Fressbrett, Mann. Es ist eine große Ehre, verletzt zu werden. Es ist eine große Ehre, im Kampf verletzt zu werden. Meinen Feinden damit zu zeigen, dass ich selbst mit Wunden nicht in die Knien gehe. Warum ist jetzt ein Ritter, der jetzt hier alles abmetzelt? Oh nee, ich habe das Gefühl, dass die Priesterin jetzt wieder in den Tod rennt. Ja, das tun sie auch. Ich hab Priester. Was? Die sollen sich hier sammeln und jetzt werden die schon wieder alle zusammengeschlagen hier. Was ist denn da? Okay, neuer Plan. Sie haben mich gestochen. Wir werden uns prügeln. Kannst du mal eben? Welch wunderbares Meisterwerk auch. Kameraden, helf mir! Die Schurken kommen! Ich würde lieber in mein Federbett rutschen. Die Schurken kommen! Ich würde uns alle einzeln aufschlitzen und unsere Gedärme zum Frühstück verspeisen. Es ist nur eine kleine Wunde. Ja, es ist nur eine kleine Wunde, die man sehr doll brennt und wehtut. Ja gut, ist ja nicht fast tot oder so, ne? Alles okay. Alles super Töfte. Und jetzt? Und jetzt? Wo tut das denn? Genau das. Ich muss mir die Füße. Genau das braucht der wahre Krieg. Witzig, was ich für eine Zäunung mache. Ne? Ich glaube, wir rennen gleich wieder herbei, ihr Waschlappen. Wenn das hier ganz am Anfang war, wo ich hier noch mein kleines Häuschen hatte. Ne, nicht mal das. Ja, hier war ich, glaube ich, ne? Habe ich mich immer weit ausgebreitet und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, ne? Man kann Häuser echt gut als Schutz verwenden, übrigens. Allein schon, weil manche Baracken einfach schon mehr Leben haben als halt. Ja. Als Palisaden.
Das Problem ist aber, dass die Häuser aber natürlich viel mehr Platz verschwenden und somit auch die Reichweite der Bogenschützen alles irgendwie flöten geht. Das ist ein Problem. Unsere Gebäude werden angegriffen. Ja, jetzt sehen wir was Neues. Ah, die Orangen greifen ja doch an. Aber nicht wirklich viel. Ergreife die Axt und dann die Arbeit, meine Freunde, ja. Oder zerstöre. Können wir aufhören, die scheiß Palisade mal wieder... Immer die gleiche Palisade musst du unterleiden, Mann. Das kotzt nicht an.